Hallo, liebe Campingfreunde. Wir sind immer noch auf der TC in Leipzig und jetzt bin ich auf dem Stand von Mobil Wetter. Und ja, ich habe hier ein tolles Fahrzeug und ich habe auch jemanden, der mir das präsentiert. Hallo. Ja, hallo. Michael Reis. Ich bin zuständig für den Vertrieb von Mobil Wetter in Deutschland. Und ja, gerne stelle ich euch das Fahrzeug mal vor. Ja, und wir sehen hier vorne schon, wow, was ist das denn? Das sieht ja wie auf einer Yacht aus. Genau, Yacht-Feeling pur. Ja, auf jeden Fall. Wow, hier oben auch. Wenn das mal nicht der Hammer ist und wenn man reingeht, das wird ja immer besser. Ja, dann zeig mal so ein bisschen was. Also es gibt drei Varianten von dem Admiral, heißt das Fahrzeug. Ja, passt einmal, natürlich super. 6 Meter Fahrzeug mit Querbett. Ja. Ein Einzelbettenfahrzeug, 6,36 Meter. Und hier sehen wir jetzt das Fahrzeug 6,36 Meter mit elektrischem Bugbett hinten. Das ist für uns sehr interessant. Das zeigen wir nachher, warum. Ja, was haben wir hier vorne denn? Ich sehe da einen Griff. Das ist die Küchenzeile. Ha, was ist das mit denn? Mit Ausschub. Das ist ja die Hausbar, wie ich sehe, oder? Ja, sie haben verschiedene Möglichkeiten, dann genau. Ablagemöglichkeiten für die Flaschen oben. Super. Das ist ja mal der Hammer, oder? Absolut. Und der Clou daran ist, oh, hier oben ist die Spüle. Sehr gut. Da kannst du ja fast von draußen spülen. Auf jeden Fall sehr, sehr toll. Ja, gehen wir doch einfach mal ins Fahrzeug. So viele Details hier an dem Fahrzeug, gefällt mir sehr gut. Ja, und hier weißes Lederimitat, denke ich mal. Genau, also es gibt zwei Varianten, einmal in weiß und einmal ein beige ist es. Ja, aber das beige könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Also beige mit braun abgesetzt. Ah, sehr gut. Da ist Kopffreiheit. Das Stichwort, denke ich mal, wenn man hier von der Seite guckt, da seht ihr das. Die Schränke sind nicht sehr tief. Oh, wow, hinterleuchtet sogar. Sehr, sehr schick. Darunter haben wir gleich den Fernsehanschluss. Genau. Und dann nochmal USB-Steckdosen, wie ich sehe. Richtig, genau. Also alles vorhanden. Sehr schön, sehr hell hier drin. Also gut, wir haben hier natürlich auch die Messebeleuchtung so ein bisschen, aber trotzdem sehe ich an den Wänden die indirekte Beleuchtung. Hier oben haben wir das Bedienteil. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, es flackert doch so ein bisschen. Aber hier kann man natürlich die Aufbaubatterie sehen. Dann kann man hier die Fahrzeugbatterie kontrollieren. Und was haben wir? Das ist jetzt das Außenlicht. Genau, dann haben wir hier die Innentemperatur. Und nochmal drücken. Außentemperatur? Nee, hat er nicht, ne? Innentemperatur. Innentemperatur. Ja. Okay, und dann ist hier der Landstromanschluss zu sehen. Genau. Mal. Ja, daneben haben wir das Trummer-Bedienteil und daneben haben wir noch ein Bedienteil. Genau, das ist dann nochmal so eine Dämmung, also ein Dimmer. Ach so, für die Beleuchtung. Genau. Ja, und dann haben wir, denke ich mal, ein Zweiflammer, ja? Ein Zweiflammer. Sieht auch sehr schick aus, sehr elegant. Schöne Scharniere. Da haben wir noch mal ein Gewürzregal. Und hier habe ich noch mal einen schönen großen Kühlschrank auch. Das ist der, ja genau, den habe ich glaube ich bei mir auch drin. In dieser Größe. Der hat normalerweise hier oben auch noch eine Beleuchtung. Die ist aber erst an, wenn der Kühlschrank an ist. Genau. Genau. Ja, und darunter haben wir einen Kleiderschrank. Oh ja, der ist recht groß. Hier haben wir noch mal eine Revisionsöffnung. Mit Luftausströmer drunter, seht ihr. Ja, und im Küchenbereich haben wir natürlich auch noch ein paar Auszüge. Ja. Und da unten ist nochmal ein identisches, nur mit einer anderen Außenfarbe. Genau. Das sieht natürlich schick aus, gefällt mir sehr gut. Oh, was ist das denn? Ha, das sieht ja schick aus hier. Sehr edel verarbeitet, auch die Tür. Schaut euch das mal an. Hochglanz Klavierlack. Ja, hier drinnen sieht es natürlich auch sehr schön aus. Nach sehr viel Platz.
Wie wird hier geduscht? Hier gibt es keinen Vorhang, ne? Genau, es gibt dieses Vario-Bad. Ja. Ah, deswegen steht da Push. Genau. Das ist ja Hammer. Und ich habe dann auch noch richtig viel Platz. Da hinten ist es dann verkleidet, dass da nichts durch kann. Genau. Ja, da ist ordentlich Platz drin. Also da kann ich ganz bequem duschen. Schaut mal. Und da unten sind zwei Abflüsse. Sind zwei Abflüsse. Ich sehe, einer ist da und einer ist hier vorne. Ja. Genau. Schaut mal. Da ist der Luftausströmer. Sehr schön. Und dann hier kann man auch noch mal öffnen. Ah ja. So Kleinigkeiten, Haarbürste kann man da oben unterbringen. Ja. Und dann gibt es hier noch einen Oberschrank. Und nochmal viele, viele Spiegel, ein Badfenster. Oben haben wir eine Zwangsentlüftung, so dass der Wasserdampf ruckzuck nach den Duschen wieder raus kann. Und zum Sitzen auf der Toilette sehe ich, da haben wir genügend Platz. Da haben wir sogar eine kleine Armauflage und verschiedene Ablagemöglichkeiten noch. Ja, Handtuchhalter zum Trocknen, ist alles da. Alles da. Super. Ja, ja, und dann kommen wir zum Schlafbereich. Und ich sehe, wir haben hier ein Hubbett und überall diese hohen Oberschränke. Schaut mal, die sind dann unterteilt. Da haben wir so eine kleine Ablage unten. Ja, da könnt ihr, keine Ahnung, Unterwäsche unten hinlegen. Oben dann die Jeans oder T-Shirts. Hier haben wir nochmal ein kleines Fach. Das ist mal ganz außergewöhnlich. Habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Im Kastenwagenbereich und das zieht sich durch bis hinten und dann haben wir hinten noch mal zwei Oberschränke, da komme ich jetzt so nicht hin, da kommt man natürlich, wenn man auf dem Bett liegt, hin, aber ich denke, wir gehen einfach mal nach hinten, gerne, dann sehen ja. wir mehr. Ja, das so. Sieht ja toll aus. Also hier haben wir das Hubbett, kann man komplett hochfahren. Ja, groß das Logo, das sieht ja schick aus und dann ist hier der Gaskasten, denke ich mal. Ja gut, die hintere, die müsste man dann, die vordere auch rausnehmen, wenn man die hintere einstellt. Ja. Gut. 12 Kilo Gasflaschen passen da rein. Und auf der rechten Seite haben wir nochmal ein Ablagefach dann, ne? Nochmal ein Ablagefach. Ja, da kommen wir jetzt gerade nicht ran. Ist mit dabei. Genau. Also hier könnte man auch ein Motorrad reinfahren. Genau, richtig. Ja. Also ich denke eher für unsere Zuschauer ist es interessant, dass man hier auch E-Bikes laden kann und dann stellt ihr einfach das Bett hoch und stellt die E-Bikes unter und dann kommt man immer noch über eine Leiter rein, denke ich mal, ne? Genau, kann man auch mal reinsteigen von oben. Genau, ja. Das sieht doch super aus. Hier noch eine Außendusche, also Außenduschenanschluss. Ja, schickes Fahrzeug. Ja. Edel gemacht. Hier drunter. Vielleicht nochmal die Bettgröße, also 1,85 x 1,58. Okay. Also auch viel Platz. Sehr viel Platz. Und da oben sehe ich USB-Steckdosen. Auch, ja. Und auf der anderen Seite das Gleiche. Und dann haben wir hier auch noch ein paar Lautsprecher. Und man sieht hier die Größe der Fächer hinten, weil ich die ja erst nicht aufklappen konnte. Also sind nicht sehr tief, aber Kleinigkeiten, so wie Handy kann man da reinpacken. Oder seine Brille, so wie ich. Ja. Denke ich mal, das ist ganz praktisch. Das ist schön weggeräumt denn. Ja, dann kommen wir doch einfach mal zum Preis, weil das Fahrzeug, das muss ja einen Haufen kosten, so wie es drinnen aussieht. Also vom Grundpreis her liegen wir bei 65.890. Okay. Genau. Ja, Fahrzeug ist ja sehr, sehr gut mit edlen Materialien ausgestattet. Ist aber auch schon sehr gut ausgestattet, also mit 140 PS. Ja. Ich habe dieses 3,5 Fahrgestell. Ja. 3,5 manuelle Tonnen. Klimaanlage, genau. Fahrerbeifahrer Airbag. Gut. Und hier drin ist natürlich eine automatische Klimaanlage, denn das Radio ist noch mit 1.900 Euro veranschlagt, sehe ich gerade. Und dann ist hier noch so ein Travel-Paket mit Markise, Solarpanel, alles schon vorhanden. Und das für einen Gesamtpreis von 72.722 Euro. Inklusive Transport. Inklusive Transportkosten, ja. Alles ja. enthalten. Ja.
Also, dann sage ich recht herzlichen Dank. Gerne. Ja, und weiterhin viel Erfolg auf der Messe. Ebenfalls, danke. Also, bis bald. Bis bald. Ciao.